DSDS kannte ich schon seit ich klein war. Hm. Ich habe es immer schon geschaut und wollte eigentlich ab 16 schon mitmachen. Mhm. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt und jetzt bin ich hier an meinem Geburtstag. Das war super spontan. Ich bin gerade über den Eingang gelaufen und habe dann gesehen, hier steht diese Box. Und dann dachte ich, musste rein. Es war schon, ich hatte schon Bammel. Nein, da wird man nicht zur Sau gemacht. Das ist gut. Nicht bei Dieter Bohlen. Es war sehr aufregend für mich. Es war das erste Mal, ich habe noch nie bei irgendeiner Castingshow mitgemacht. Aber es war eine gute Erfahrung für mich, ja. Also sie haben zu mir gesagt, ich wäre noch zu jung und ich müsste dann noch einen besseren Song für meine Stimme finden. Mhm. Aber sonst kam die Jury mir sehr professionell rüber. Also ich glaube schon, dass die Ahnung hatten, ja. You can take everything I have. You can break everything I am. Like a made of glass. Like a made of paper. Oh, go on and try to tear me down. I will be rising from the ground. Like a skyscraper. Musik ist eigentlich das, was mein größten Teil von meinem Freizeit und so ausmacht. Ich habe sehr viel geübt, also eigentlich überall, wo es möglich war, habe ich mit Text geübt und Melodien. Also weitergekommen bin ich nicht, aber sie haben gesagt, ich soll weiter üben, weil ich bin ja auch erst 17 und... Also im Grunde ist es jetzt nicht so, dass ich monatelang mich hier geträumt habe und ich war bestimmt nicht so aufgeregt, wie es die anderen Kandidaten hier vielleicht sind. Ha. Aber trotzdem aufgeregt und dann erleichtert, dass sie so nett waren und ja, total freundlich da drin. Sie haben gesagt, so ein kleines Mühe hätte gefehlt. Also sie wollen, dass ich nächstes Jahr nochmal komme, aber das sagen sie vielleicht also zu allen. Also Stimme an sich gut, aber an der Technik fehlt. Ja, genau. Ich singe zu sehr gepresst. Das habe ich schon, ich war mal im Chor, das habe ich da schon immer gehört. Und aber weiß auch nicht leider, wie man es richtig macht. Es war schon ein bisschen Aufregung, klar. Man denkt sich, oh Gott, was sagen die jetzt? Mögen die meinen Gesang und so? Aber es war ganz cool eigentlich. Die waren super nett und deswegen war alles ganz chillig. Mein erster war Fallen von Alicia Keys. Der ist ziemlich alt, aber ich liebe ihn sehr und ich kann ja noch am Klavier. Aber die haben kein Keyboard, deswegen habe ich es auf dem Playback gespielt. Und ich habe noch zwei Lieder gesungen. Das zweite war Run von Leona Lewis. Und das dritte war All About That Bass von Meghan Trainor. I keep on falling in and out of love with you. Es geht jetzt weiter. Nächste Woche, Freitag am 16. werde ich dann nach Köln kommen. Und entweder mit dem Zug oder mit dem Auto, das werden wir noch sehen. Und dann geht's da weiter und ich bin gespannt.